Servus die Mama und grüß euch die Buben. Ja, wie ich es an den Eingangsbildern vielleicht schon gesehen habe, wisst ihr, wo ich unterwegs bin, neben der Donau. Und da hinten ist wieder das Platzl neben diesem Nebenarm, wo diese Haseln so schön ins Wasser hängen. Da möchte ich heute wieder her und das hat zwei Gründe. Erstens, ich glaube, ich habe meinen Löffel da verloren. Schauen wir, ob der dort liegt. War schön, wenn ich ihn wieder finden darf. War mein selber geschnitzter Holzlöffel. Und zweitens, ist ganz einfach. Ich habe heute wieder die GoPro mit. Habe das letzte Mal da unter Wasseraufnahmen gemacht, damit Video kann ich euch da oben einblenden. Und heute habe ich einen Futtermeister dabei. Und wir werden schauen, ob wir welche Fische anlocken können. Also, gehen wir mal hin und schauen, ob der Löffel da ist. Ja, so wie es ausschaut, habe ich ein Pech. Da ist er nicht. Ja, kann man nichts machen. War ein Versuch wert, aber was nicht ist, ist nicht. Ich mache mir es aber jetzt trotzdem da gemütlich. Ja, ein bisschen Sonne scheint ins Wasser. Könnte man eine Chance haben, dass wir was auf die Kamera bringen. Ja, wenn man sehen kann, habe ich mir es gemütlich gemacht. Ich habe schon mal alles hergerichtet, wie gesagt. Löffel habe ich leider nicht gefunden, habe ich irgendwo anders gefunden. Kann man nichts machen, ist halt so. Ja, Freunde, was gibt es heute? Ihr seht, ich habe heute meinen Gaskocher dabei, weil ich nämlich ein Pfandl habe. Also da geht mir nichts, bald nichts. Wenn man mit Pfandl arbeitet, braucht man auch einen Kocher. Und apropos Pfandl, heute was Neues einmal probieren. Ein Titanpfandl mit Keramikbeschichtung, was 85 Gramm hat. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Es ist heute der erste Einsatz. Schauen wir es einmal an. Und was habe ich dabei? Ich habe heute so Chicken McNuggets. Und da werde ich mir ein paar davon reinhauen. Öl habe ich dabei. Einmal ein paar rausbrutzeln. Dann habe ich noch so Süß-Sauer-Dip. Einen Curry-Dip. Und ein Ketchup habe ich auch noch dabei. Und das sollte eigentlich reichen. Ja, jetzt einmal die Kamera reingeben ins Wasser. So. Da durch. So, und jetzt lassen wir es einmal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und möchte es dann sowieso noch einmal umsetzen. So, aber jetzt habe ich meinen Hunger. So, das schaut gut aus. Die dürften fertig sein. Na komm, zieh dich nicht. Du wirst von mir gegessen. Süß-Sauer-Tipp. Einmal noch verkosten. Wollen wir es aufbringen. Knusprig, herrlich. Echt gut. Ich glaube, es hat sich auf alle Fälle wieder gelohnt, da herzugehen. Die Sonne ist rausgekommen. Wir haben super Form im Wasser da. Ich werde jetzt dann auch noch herum anfedern. Die Kamera da mal wieder reinhängen. Schauen wir mal. Exquisite. Dazu wieder ein bisschen Energy und passt. Eine reine Geschmacksexplosion, muss ich sagen. Gut, aber ihr wisst es, ich werde jetzt in Ruhe fertig essen und dann hänge ich nachher wieder dazu. Bis später. Schön braun. Ja, Freunde, ich habe jetzt da die Kamera noch weiter hingesetzt. Ich sehe da kommen keine Fische, die dürfte wahrscheinlich sterben, ist eh klar. Die sehen mich und kommen nicht näher. Ich habe die ganze Zeit da beobachtet, dass überhaupt kein Fisch zu bekommen.
Jetzt habe ich da gute 30, 40 Meter weiter hinten reingestellt, habe es noch einmal abgefedert und bin gespannt, was da hinten kommt. Aber jetzt gibt es einmal einen Kaffee, ist eh klar. Und was haben wir heute dabei? Na, rat's einmal. Jawohl, Nanopresso. Heute machen wir sie wieder mehr gepflegten, wie er sein soll. Deckel wieder drauf. Schmäh hilft sich schon vom letzten Mal. Einrasten drauf und man kann ihn schön nehmen. Ein wunderschönes Platzl, ich stehe auf das. Das gefällt mir wirklich absolut gut. Da ist alles da, wir haben Wald, ich habe einen gemütlichen Sitzplatz, ich habe viel mehr Wasser, ich habe einen tollen Ausblick. Also echt exquisit, würde ich sagen. Ja, da kommt auch schon das schwarze Gold. So da, durch sind wir. Oh, der riecht wieder Vanille. Den habe ich verdammt gern, Vanille. Jo, Krankensesseln, ihr wisst, ihr seid wieder in meine Gedanken, die ersten und dann der Rest der Welt. Prost! Boah, das ist wieder mehr Gedicht. Das heißt, ein Gedicht, das ist ein richtiger Reim schon bald. Ja, und jetzt schaut euch das einmal an. Ist das geil oder ist das geil? Wahnsinn. Ja, ein paar Blauen fallen runter, fallen ins Wasser. Suchi. Es herbstelt eben. Ah, das war's einmal wieder. Der war heute so lecker. Ich bin gerade am Überlegen, ob man ihn einen zweiten mache. Ich glaube, das wäre auch so machen. Ich habe da noch eine zweite mitgenommen, sicherheitshalber. Ja, eine habe ich noch da. Und geht's wieder von vorne an. Und er kommt. Ich sehe das Wasser in den Ost, wie der spiegelt. Gigantisch. Einfach nur schön anzuschauen. So, das letzte Mal umgesetzt. Die Kamera jetzt steht direkt vor mir. Also in der Mitte sieht man noch die GoPro. Nein, hier ist der Wort. Ich habe jetzt alles angefiedert, was ich noch gehabt habe. Schauen wir mal, ob was kommt. Wenn was kommt, ist gut, kommt nichts. Ist auch gut. Einmal rausziehen. Prozent haben wir. Gut, ich werde jetzt sowieso alles abputzen, zusammenbauen und dann gehen wir schön langsam wieder heim. Aber das dauert eh noch, bis ich das da jetzt alles erledigt habe. Ah, schön war es wieder. Bin gespannt, was drauf ist auf der Kamera.
So, bin eigentlich abmarschbereit, alles einpackt, dann habe ich alles genau angesucht, dann habe ich genau geschaut, was ich alles einpacke, dass ich weiß, was ich mitgenommen habe. Ja, da brauche ich heute nichts tun, das ist gerade ein bisschen die Erden zusammentrampelt, das machen die Schweine, lahmen sie da rein ans Haufen, von daher gemein. So, dann mein kleiner Schwenk drüber, wer weiß, wann ich da wieder herkomme. Herrlich war es wieder, wunderschön. Wunderschön. Urschön da, urschön. Jo, Freunde, da am Rückweg werden wir nichts mehr sehen. Da haben wir beim Hergehen schon alles gefilmt. Falls was dazwischen reinkommt, zeige ich euch das noch. Aber in dem Sinn, sage ich mal wieder, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Mauer und pfiat euch, die Burschen.